Hallo, weiter geht's mit Kork. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe einen auf den Deckel bekommen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, mir wurde einiges abgezogen. Alles klar, gar kein Problem. 34er Queen läuft. Leute, ich habe heute reingeboostet, der ist Todes und habe einiges gefarmt, was ganz cool war. Und der Stream, wie gesagt, der Boost, oder nicht der Stream, der Boost, der Livestream war ganz geil. Einiges geboostet, einiges gefarmt, einiges reingeklatscht und ich werde euch kurz auf dem Laufenden halten, was denn passiert ist. Und zwar, ich bin in Kristall rumgelaufen und ich bin noch Kristall. Ich bin runtergegangen mit den Pokalen, mir wurde empfohlen, zu 2250 Pokale zu gehen. Habe ich gemacht und ich zeige euch mal kurz, was man hier findet. Ich habe jetzt keine Helden dabei, weil die gerade eben gedefft haben und halt down gegangen sind. Aber ich werde euch kurz zeigen, was man so auf 2250 oder unter 2250 Pokalen so alles findet. Und wir werden kurz suchen. Das ist schon mal ansatzweise okay. Jetzt sagen alle, was, den greifst du nicht an, Lars, der hat voll viel Loot in den Sammlern. Es geht noch besser. Es geht noch besser. Leute, der Loot hier unten ist ein purer Genuss. Das ist natürlich auch noch geil. Das ist, den nehmen wir jetzt hier. Der Loot dort unten ist der pure Genuss. Ich kann euch gerade eben nur empfehlen, hier hinzugehen. Ihr findet so viel. Also ich habe fast Orgasmen bekommen. Wir haben jetzt wie oft gesucht, drei, vier Mal oder so. Und haben schon diesen Kollegen hier gefunden. Es ist einfach so phänomenal geil, was für Loot man hier gerade findet. Kristall, Leute, geht da hin. Scheiß auf Rathaus 10er, 11er, dann kommen die halt raus. Ich mach die trotzdem. Ich meine, hier gibt's Loot. Guckt euch mal diesen geilen Loot an. Ich werde es nicht ganz so viel bekommen, weil ich die Helden nicht dabei habe. Es reicht. Es ist so großartig. Pokale sind mir wieder scheißegal. Da kann ich ruhig down gehen. Da kann ich ein paar verlieren und so weiter und so fort. Aber ihr seht selber, dieser Loot. Er ist so geil. Guck mal, die Artillerie schießt die ganze Zeit. Sie schießt die ganze Zeit. Pew, pew, pew. Artillerie for the win. Und der hat 6000 Dunkles. Die könnte man auch noch bekommen. Der ist richtig schlecht. Ein richtig schlechter Rathaus 9er. Ich habe keine Helden dabei, deswegen reiße ich gerade nicht so viel. Aber ich habe gerade mit meiner kurzen Armee angegriffen. Habe dreimal gesucht oder so. Wie viel habe ich bekommen? Wir checken kurz ab, wie viel habe ich bekommen. Ich habe bekommen 150.000 von beiden. Und das ist wenig. 200.000 bis 300.000 im Durchschnitt. Ich zeige aber kurz den Angriffslog hier. Gerade eben den hier gemacht ohne Helden. Der war auch nicht ganz so geil. Aber hier 275.000. 293, 100 hier, 200 Dunkles obendrauf, hier nochmal, der war auch nicht ganz so geil, hier 362k, weil am Ende war ich ein bisschen müde, aber ihr seht es selber, hier 350k, der Loot, er ist wieder da und ich habe in zwei Stunden, ich habe in einem Boost, also nur einer Stunde, 4 bis 5, vielleicht sogar 6 Millionen gefarmt, es war so krass, Leute, ich kann euch nur empfehlen, geht Kristall unter 2200 Pokale, es ist großartig, man kann farmen bis zum geht nicht mehr. Es ist sowas von geil. Deswegen bin ich da hingegangen. Ich habe dann gestartet und zwar beide Infernos sind auf Level 2 gestartet. Ja, sehr geil. Golem wisst ihr ja schon. Sonst habe ich noch gestartet das zweite Armeelager auf Level Nummer 8. Das wird quasi gemaxt. Und ein Bauarbeiter ist noch frei, den ich quasi mir noch überlege, was ich damit mache. Ich baue mal kurz die Armee nach. Warum? Weil wir es können. Ich batsche und ich finde, mit Helden hätte ich gerade noch alles geholt. Mit Helden, mit der Queen, mit King. Easy. Dann hätte ich noch zwei Bohrer mitgenommen, wären auch mal 3.000, 4.000 Dunkles gewesen. Läuft. Ich meine, da kann man ein bisschen farmen. Ich habe 82.000 Dunkles schon wieder gefarmt. Weiß ich nicht. Ich habe 3 Stunden geboostet und es ist großartig. Beide Infernos gefarmt und noch 3 Bauarbeiter quasi beschäftigt und das Armeelager noch. Easy. So, der Inferno, beziehungsweise beide Infernos auf 2 gestartet. X-Bau ist auf Level Nummer 1 fertig gerade eben geworden, deswegen habe ich einen Bauarbeiter frei. Übrigens, die Infernos werden erst zum Einsatz kommen, wenn sie beide Level 3 sind. Vorher werden die nicht einmal schießen. Cool, ne? Oh, das ist wie großartig. Und dann sind sie gleich Level 3 und werden alles wegbraten, was so hier unterwegs ist. Oh, ich hab Bock auf die. Meine Base werde ich noch umbauen. Ihr seht den Part gerade quasi, den ich direkt nach dem Livestream aufnehme. Deswegen ist die Base nämlich umgebaut. Ich werde sie umbauen. Und zwar, dann werdet ihr wohl am Montag ein Part sehen, wo ich umgebaut habe. Vielleicht so mit wie ich das umbaue und so weiter und so fort. Clan War Base muss ich auch noch umbauen. Vielleicht packe ich das Ganze beide zusammen. Dafür brauche ich aber Zeit. Das mache ich quasi auf den Sonntag. Damit der Part aber rechtzeitig kommt, nehme ich das quasi jetzt schon auf. Und morgen werde ich dann umbauen alles. Ich habe 3,9 Mille Gold. Ich möchte eigentlich als nächstes ein weiteres Armeelager beschäftigen. Deswegen bin ich gerade am überlegen. Den X-Bau auf 2 starten mache ich nicht. Also ich möchte gerne das vorletzte Armeelager auf Level 8 starten, weil umso höher das Armeelager, umso mehr Truppen habe ich und umso mehr kann ich farmen quasi. Ist ja logisch. Und jetzt über die Nacht möchte ich gar nicht. Ja gut, ich habe jetzt das Schild für 10 Stunden. Eigentlich kann ich den Loot stehen lassen. Aber ich will den Bauarbeiter nicht über Nacht quasi jetzt tot laufen lassen. Deswegen irgendwas, was um so 8 Stunden dauert. 12 Stunden ist okay. Das können wir machen. Wir können die Kanone starten auf Level Nummer 6. 12 Stunden ist okay. Der dauert viel zu lange. Oh, ich kann den boosten noch.
Oh, mein Boost ist abgelaufen, sehe ich gerade. Mein One-Game-Boost für alle Ressourcen-Boys hier. Übrigens, der Sound gerade wieder verbuggt. Entschuldigung dafür. Hier ist noch was zum Entfernen. Gerade den Baum noch wegmachen. Ja, ihr seht es selber, Leute. Ich kann euch nur empfehlen, geht Kristall unter 2200 Pokale. Der Loot ist wieder da. Nehmt ihn da mit. Gönnt euch die Scheiße. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob ihr da wirklich Loot findet oder nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also, Tipp von mir an euch. Geht Kristall unter 2200 Pokale. Dort ist der Loot en masse da. Ich habe, glaube ich... Es ist so wie früher. Es ist wie vor dem Update gewesen. Man batscht und holt sich die ganze Scheiße, weil alles voll ist. Man greift wohl Rathaus 10 und 11 an. Trotzdem sind die Minen und Sammler voll. Es wird wohl an den One Game Boost noch liegen, weil der quasi noch am Start ist. Aber es ist... Oh, ich hab, boah, es war so geil. Es war so geil. Es ist so gut. Also, welches das Gold jetzt? Wie viel Gold kostet das hier? Ich überlege gerade. Ich brauche ja nur Elixier als nächstes. Wann ist der nächste Bauarbeiter frei? Also wir haben zwei da. Zwei... 3, 4. Der nächste wäre erst in 7 Tagen wieder bereit. Also kann ich das Gold ausgeben. Das Gold kann ausgegeben werden. Für ein paar Mauern. Alle Reihe auswählen kostet 5,5 Mille. Schade. Dann machen wir mal hier Level 8er. Boah, ist der Sound gerade verbuggt. Entschuldigung. Ein bisschen Gold kann weg. Es kann nicht alles weg. Das Gold brauchen wir nicht. Obwohl, wie viel brauche ich, um die Kanone abzugraden? So wenig nur. Läuft. Das sind 1, 2, 3, 1, 2. Okay, passt. Dann werde ich jetzt 1, 2, 3, 1, 2, da kann ich ja noch ein bisschen upgraden, das heißt nochmal 500 und als nächstes, ja gut, das passt nochmal. Können wir noch 500 ausgeben, quasi nochmal, also kostet schon 500.000 einen hier hochzuziehen, läuft. Und dann die Kanone, das dauert 12 Stunden, das heißt über die Nacht, wenn ich gleich schlafen gehe, ist das alles weg, das Elixier passt soweit alles. Armee wird ausgebaut, ich werde noch ein paar, habe ich noch, ja, Giftzauber habe ich noch, ein paar Wutzauber hinterher schieben, passt. Death anfordern. Läuft und ich sag nur eins. Der Loot ist wieder da. Ihr wisst, wo er ist. Und ich hoffe, ihr nutzt es aus. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Geht dahin. Es lohnt sich. Verteidigungslog-mäßig hier. Was war das denn für ein Angriff? Vor einer Stunde. Lol, hat noch beim 2 angegriffen. Was hat der denn gemacht? 15. Was hat der gemacht? Warum hat der mit einem. Oh, der Sound. Was hat er gemacht? Warum hat er mich nicht angegriffen? Ja, Truppengesetz hat dann aufgegeben. Er hätte doch locker angreifen können. Verfügbare Beute ist ziemlich viel. Warum habe ich vorher mein Gold nicht ausgegeben, bevor mein Sammler bzw. mein Bauarbeiter nicht frei wäre? Er macht nur meine... Ach, hat er das für den Orden gemacht? Das kann sein. Er hat für den Orden, es gibt ja dieses Achievement, nur die beiden kaputt gemacht. Ich glaube schon. Ja, das wieder gemacht haben. Er wird für... Boah, dieser Soundbug, Entschuldigung. Er wird für den Orden, einfach nur für das Achievement hier, für die... Wo ist das hier? Achievement, Achievement da. Gibt es da hier irgendwo... Moment, wir können auch groß vergrößern hier. Mein Profil. Hier gibt es da irgendwo... töte ganz viele... Death da. Oh, Spenden in der Not. Habe ich nicht mal voll, weil ich schlecht bin. Entschuldigung. Feuerlöscher. Genau, zerstöre 250 Inferno. Ich habe schon 87 Inferno-Türme kaputt gemacht, obwohl ich gerade mal erst Rathaus 10 geworden bin. Läuft bei mir. So, jetzt zerstöre 250 X-Baus. Zerstöre 20 Adler-Artillerien in Mehrspielerkämpfen. Ich habe schon zwei zerstört? Ich habe schon zwei Adler-Artillerien zerstört. Da waren die im Ausbau. Ich habe es gar nicht gecheckt. Das könnte es gewesen sein. Zauber gespendet sehr wenig. Ja, Leute, passt. Da würde ich mal sagen, war es das mit einem kleinen, knackigen Part. Nur also als Tipp, geht da hoch. Morgen dann eine etwas längere Folge, denke ich mal, wo ich alles ausbaue. Weil morgen ist Sonntag, da habe ich Zeit. Beziehungsweise bei euch ist heute Sonntag. Bei mir auch, aber ich sage immer morgen, warum ich noch nicht geschlafen habe. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasse ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Meinungen zu Kristall 3.2, ob der Loot da ist, auch gerne in die Kommentare. Und bald ist es soweit. Wir werden denn eine Rathaus-Cena-Base haben. Und schon mal Achtermauern, läuft bei uns. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Seid ein Haufen Supernetzer-Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.